So, so rum. Wie so ein Handwerker. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein neuer Heli ist im Haus. Ich habe ja noch nicht genug Helis. Wir bauen heute den Goblin 570 Sport in der Drake Edition. Das heißt, die ganz neue Edition in diesem Camouflage-Geo-Orange-Schwarz-Weiß-Muster. Ich hatte ja auch noch erwähnt, dass ich einen Bericht für das Rotor-Magazin schreibe. Und zwar soll es darum gehen, mit der MZ-32, wie man einen neuen Heli komplett einstellt und auch das Flyballess einstellt. An diesem Thema soll sich auch dieses Video orientieren. Das heißt, es gibt jetzt keinen expliziten, detaillierten Aufbau, sondern ich werde das Ding ganz in Ruhe über die nächsten Tage aufbauen. Und sobald der Roh-Heli, programmierfähig, dann vor mir steht, mit elektrischen Komponenten eingebaut und ready to go, dann werde ich euch mitnehmen und werde euch mal Schritt für Schritt zeigen, wie man das Ganze einstellt. Was ich mit euch jetzt natürlich noch mache, ist ein kleines Unboxing, weil ich weiß, das gefällt euch ja so gut. So, das war das Unboxing. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, weil ich fange jetzt, ja, vielleicht nicht mehr heute. Heute mache ich vielleicht nur noch ein paar Fotos. Aber jetzt diese Woche fange ich an mit Bauen. Hoffe, dass meine restlichen Komponenten noch kommen. Und sehen wir uns später, für euch jetzt gleich, wieder für die Einstellung. Wir fangen direkt mit den Servos an. Die habe ich mal alle ausgepackt, an das Flyballess angeschlossen und Strom draufgegeben. Dann gleich die Servohörner draufgesteckt. Dadurch zentrieren sich die Servos und ihr könnt schon mal ausprobieren, wie euer Servohorn am besten passt, damit es schön mittig ist. Hab mir dann auch gleich noch markiert, welche von den anderen Servohörnchen weggeklipst werden können. Das durfte dann mein Freund machen. Wozu hat man denn einen starken Mann? So sieht das Ganze dann aus, wenn die Servos eingebaut sind. Dann wisst ihr, müsst ihr an den Servohörnchen nämlich erstmal nichts mehr machen. Könnt alles fix und fertig einbauen. Hier seht ihr noch meinen Contronic-Motor schon fertig eingebaut. Und ich habe den neuen Colibri 140 LV-Regler mit integrierter Telemetrie. Dann habe ich die Servos und alles schon mal verkabelt. Hier unten seht ihr, wie die Reglerkabel entlang laufen. Das sieht jetzt alles noch nicht so wahnsinnig toll aus, aber es ist ja auch erstmal nur für die Einstellung. Hier hinten steckt übrigens die Telemetrie drin von dem Regler. Dann geben wir hier nochmal Strom auf das Flyballess, damit wir vorne keinen Antriebsakku brauchen und auch nichts anlaufen kann. Dann schalten wir den Sender ein und erstellen als erstes ein neues Modell. Dadurch drückt ihr hier auf die Zahl und dann unten auf das kleine Plus.
Dann könnt ihr erstmal einen Namen eingeben. Ich gebe hier in meinem Fall Goblin 75 Drake ein. Dann drücken wir auf Enter und jetzt wird gefragt, welcher Modelltyp ist das? In unserem Fall Helikopter, Taumelscheibentyp können wir so lassen. Gasminimum können wir auch so lassen. Taumelscheibe, Gasbegrenzung, Steuermodus sollte auch schon auf dem richtigen stehen. Und dann können wir auf Erstellen drücken und das neue Modell wird jetzt geladen. Das können wir erstmal wegdrücken, denn als allererstes müssen wir jetzt mal unseren Empfänger binden. Dazu muss der Strom drauf sein und ihr haltet diesen kleinen Taste hier gedrückt und wenn euer HF-Modul ausgeschaltet ist, drückt ihr hier einfach auf Binden. Als nächstes stellen wir unsere Flugphasen ein. Dazu gehen wir jetzt hier einfach auf Phaseneinstellung und wie ihr sehen könnt, gibt es schon eine Normal- und eine Autorotationsphase. Die sind standardmäßig eingestellt. Bei Autorotation drücke ich auf Geber und dann kann ich oben einfach den Schalter bewegen, auf dem ich das gerne hätte. Und ihr könnt jetzt links live sehen, wie sich dieser Schalter verändert, je nachdem in welcher Position er ist. Und ich sage, wenn er zu mir gekippt ist, soll ein sein, also dann ist die Autorotation an. Normal könnt ihr jetzt keinen Geber definieren, weil das ist die, die immer, wenn sonst nichts anderes mehr da ist, auf die es zurückfällt. Wir drücken auf das kleine Plus, nehmen irgendeine der vordefinierten Namen. Und definieren auch hier wieder unseren Schalter, den wir benutzen wollen. Ich nehme immer den hier für die Flugphasen. Den bewege ich jetzt einfach, kann jetzt hier wieder live sehen, wie der steht. Und sage, okay, ich nehme jetzt einfach die Stellung. Und dadurch, dass ich den natürlich jetzt nicht auf Punkt, Punkt, Punkt lassen will, drücke ich hier auf das kleine Stift-Icon. Und dann kann ich die Flugphase jetzt so umbenennen, wie ich das gerne hätte. Und gebe jetzt hier Low RPM ein. Bei der Normalphase kann ich die natürlich auch umbenennen. Die nenne ich jetzt einfach Mittel RPM. Jetzt haben wir Low, Mittel und Autorotation. Testen wir das Ganze erste Mal. Ich schalte die verschiedenen Phasen durch und die Autorotation sollte eigentlich immer alles überlagern. Und wenn sie ausgeschaltet ist, dann kann ich jetzt hier zwischen Low und Middle RPM durchschalten. Natürlich habe ich mir auch noch eine High RPM erstellt, einfach mal, weil ich habe immer drei Flugphasen und eine Autorotation und ich teste nochmal alles durch, ob auch alles richtig funktioniert. Aber das sieht hier schon mal ganz gut aus. Als nächstes werden wir Motorstopp noch zusätzlich zur Autorotation definieren. Dazu gehen wir in Motorstopp, drücken wieder auf Geber und dann nehmen wir wieder unseren Autorotationsschalter und definieren einfach den gleichen Zustand wie vorher für unsere Autorotation. Dadurch weiß das System, okay, wenn die Flugphase Autorotation an ist, dann ist auch wirklich Motorstopp. Jetzt können wir schon unter Spezial in Telemetrie gehen, einstellen und anzeigen und jetzt wird uns hier angezeigt, was auf unserem Flyballist definiert ist. Wir stellen als erstes mal die Sprache von Englisch auf Deutsch um, den Modelltyp von Fläche auf Heli, dann sollte sich das FBL eigentlich neu starten. Den ganzen anderen Rest können wir gleich lassen. Ich drücke hier trotzdem mal durch, um zu gucken, dass ich auch ja nichts vergesse. Ansonsten können wir dann mit der Taste rechts einfach weiterblättern. Taumelscheibeneinstellungen machen wir später. Heckrotoreinstellungen machen wir später. Die Standardwerte sind hier eigentlich immer ganz gut. Und jetzt kommen wir hier zu den Grundeinstellungen. Drehrichtung rechts, 120 Grad, 200 Hertz können wir lassen. Die Taumelscheibenrichtung ist das nächste. Wir wollen jetzt einfach mal überprüfen, dass die Taumelscheibe funktional gesehen von der Bewegung her das macht, was sie soll. Wir gucken jetzt mal, wenn wir Pitch geben, sollten alle gleichzeitig rauf und runter gehen. Tun sie aber nicht, sie rollen eigentlich eher, seht ihr ja jetzt hier. Ist also nicht das, was wir wollen. Das ist jetzt ganz einfach, dann gehen wir hier rein,
drücken auf diese Enter-Taste und dann gehen wir einfach mal eins nach oben und dann probieren wir es nochmal. Ja, und auf einmal funktioniert es schon. Er steuert dann einfach die Taumelscheiben-Servos verschieden an und irgendeins davon ist eigentlich immer das Richtige. Als nächstes kümmern wir uns darum, dass die Taumelscheibe gerade steht. Wir haben jetzt hier Nick-Trim, Roll-Trim und Pitch-Trim. Mit Nick und Roll könnt ihr natürlich dann vorn überkippen oder seitlich kippen, könnt ihr die Taumelscheibe gerade stellen. Ihr verändert einfach den Wert und dann beobachtet ihr von der Seite und von vorne, ob das Ganze gerade ist. Wenn das augenscheinlich stimmt, dann können wir den Pitch-Trim machen. Ich stelle jetzt hier einfach den Nullwert ein. Wenn ich auf Pitch-Trim gehe, fahren die Servos in die Mittelstellung. Und in der Mittelstellung hätte ich eigentlich ganz gern, dass die Blätter 0 Grad Pitch haben. Haben sie jetzt hier bei mir nicht. Dadurch gehe ich jetzt an dieses kleine Gestänge und drehe da so lange, bis ich 0 Grad habe. Das Ganze mache ich jetzt natürlich auch noch mit dem anderen Blatt. Dadurch drehe ich das Ganze einmal um 180 Grad. Gestänge stellt man ja leider nie hundertprozentig gerade ein, ist ja alles eine Augensache. Deswegen ist es eigentlich notwendig, das immer mit beiden Blättern zu machen. Wenn wir das haben, dann können wir uns um den zyklischen Wert kümmern. Wir geben jetzt also mal Nick und gucken, auf wie viel Grad wir kommen. Das sind 6,7, 6,8. Wir sollen 8 Grad erreichen, deswegen stellen wir hier den Wert so lange nach oben, bis wir 8 Grad erreichen. Ihr seht, ich muss jetzt hier noch ein bisschen nachstellen. Einfach immer wieder mal testen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich dann auch noch mal über die Nick-Funktion machen. Mir reicht das jetzt aber so. Ich stelle manchmal auch ganz gerne ein bisschen mehr ein als 8 Grad. Jetzt kommen wir schon zum Taumelscheiben-Pitch-Wert. Das heißt, wir fahren jetzt einmal die Taumelscheibe ganz nach oben. Also wir geben Vollpitch und sehen, 13,6 Grad ist für mich jetzt ein bisschen zu viel. Tarek Al-Sadi wäre glücklich, für mich ist es etwas zu viel. Ich fliege ganz gern immer mit 12 Grad, 12,1, irgendwas um den Dreh. Jetzt packe ich die ganze Taumelscheibe nach unten, maximal negativ. Und hier muss ich ein bisschen erhöhen, damit ich auch auf meine minus 12 komme. Das war ein bisschen zu viel. Dann gehen wir wieder ein bisschen zurück. Aufs Komma 1 kommt es meistens nicht an. Es geht bloß darum, dass es nach oben und nach unten gleichmäßig viel ist. Der nächste Punkt in unserer Liste ist das Taumelscheiben-Limit. Da drückt ihr jetzt auf Enter. Dann gebt ihr entweder voll positiv oder voll negativ und rührt einmal schön im Kreis und fahrt alle Ecken ab. Dabei müsst ihr mal auf eure Servoärmchen gucken und schaut, ob die irgendwo mechanisch anschlagen. Dass die also weiter fahren wollen, als sie eigentlich können. Ihr hört das meistens dann auch, wenn die anfangen so zu surren, wenn die dieses etwas ekelhafte Miep machen, blöd gesagt, dann wisst ihr, der Wert ist zu viel. Dann wollen die weiter fahren, als sie können. Ihr stellt hier einfach so lange den Wert ein, bis es kurz davor ist. Dann ist es genau richtig. Taumelscheibendrehung brauchen wir nur für Scaler. Heckservo, Heckservo-Frequenz brauchen wir auch nicht. Heckmitte können wir machen, muss man nicht. Man kann es auch übers Gestänge regeln. Ich bin jetzt hier mal faul und mache es so. Das heißt, ich gucke, dass meine Heckschiebehülse grob, muss man jetzt nicht ausmessen, aber grob ungefähr in der Mitte von meiner Heckrotorwelle stehen, damit ich einfach auch auf beiden Seiten gleich viel Weg habe. Jetzt kann ich hier in das Hecklimit reingehen. Das ist jetzt so ähnlich wie bei dem Taumelscheiben-Pitch. Ihr seht es, es ändert sich von A nach B, je nachdem in welche Richtung ich fahre. Das heißt, wir können auch beide Werte unabhängig voneinander verändern. Jetzt fahre ich einmal in die eine Richtung und ich sehe, da ist jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Platz. Ich verändere den Wert jetzt einfach so lange, bis die Heckschiebehülse auf beiden Seiten kurz vor dem Anschlag ist. Auch hier reden wir wieder von dem mechanischen Servoanschlag, dass es das Maulen anfängt. Wir wollen einfach den kompletten Weg ausnutzen. Alle anderen Sachen auf der Grundeinstellungsseite brauchen wir nicht mehr. Wir kümmern uns jetzt als nächstes um die Achsenzuordnung. Bis dazu gehen wir hier auf Neueinstellung auf Ja, dann runter auf Roll. Da steht jetzt auch rechts dabei. Das heißt, wir geben Roll rechts einmal am Sender. Dann nehmen wir unseren Heli und rollen den nach rechts. Dann hört ihr auch irgendwann, dann rastet da irgendwas ein.
Und dann hat er gecheckt, wie der Heli nach rechts rollt und ihr seht, jetzt steht hier ein Wert. Was da steht, darum müsst ihr euch gar nicht kümmern, Hauptsache es steht nicht 0 da. Bei Nick steht jetzt drücken, das heißt wir drücken nach vorne und dann müssen wir die gleiche Bewegung wieder mit dem Heli machen. Das heißt, wir heben ihn hinten am Hintern hoch, guckt, dass ihr schön weit nach vorne geht, damit das System das auch merkt. Jetzt steht auch hier eine Zahl und jetzt gehen wir auf Heck rechts, heißt Heckknüppel nach rechts. Und auch hier steht jetzt eine Zahl, drücken auf Enter, oben Neueinstellung ist wieder auf Nein gewechselt. Und das nächste, was wir machen, ist, wir überprüfen, ob unsere Wirkrichtungen jetzt auch richtig sind. Wenn die falsch sind, stürzt euch der Heli ab. So, wenn ihr jetzt Nick nach vorne gebt, dann sollte die Taumelscheibe vorne so ein bisschen hochgehen. Das heißt, die sollte eigentlich entgegenwirken dem, was ihr macht. Wenn ich den Heli nach links rolle, dann sollte die Taumelscheibe links nach oben gehen. Und jetzt hier kann ich sehen, wenn ich Heck nach rechts steuere, geht das Servohörnchen nach vorn. Wenn ich den Arsch nach links drehe, dann sollte das Hörnchen auch nach vorne gehen, einfach um entgegenzuwirken. Das tut es, also stimmt alles. Was ich als nächstes noch mache, ist eigentlich eher so ein bisschen Kosmetik, nenne ich es mal. Ich stelle mir auf meinem Sender unten meine Widgets ein. Ihr könnt euch ja selber überlegen, welche Sachen ihr am häufigsten braucht, zum Beispiel Gaskurve. Gerade beim Einfliegen geht man häufig wieder auf die Gaskurve und stellt was nach. Man geht in die Telemetrie. Vielleicht wollt ihr unten eure MP3s haben, weil ihr häufiger zur Musik fliegt und eine Shortcut haben wollt. Ihr könnt auch einfach gedrückt halten und dann könnt ihr das hier ändern, zumindest für die Shortcuts unten. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch oben mit euren Widgets machen, wo ihr euch dann verschiedene Sachen anzeigen lasst. Bei den Widgets seht ihr jetzt, hier könnt ihr links auswählen, wie groß die sein sollen. Also eine Box, zwei Boxen oder vier Boxen. Ihr könnt sie löschen. Ihr könnt was Neues dazu machen. Ich möchte mir hier zum Beispiel meine Drehzahl 1 anzeigen lassen. Wenn ihr damit fertig seid, können wir jetzt als nächstes uns um die Gaskurven kümmern. Für Low RPM lassen wir diese minus 100 plus 100 Gaskurve, weil die brauchen wir ja, um später den Regler zu programmieren. Alle unsere anderen Flugphasen, da können wir auf den Mittelpunkt gehen, auf Zuordnen und dann könnt ihr mit einem Klick auf eine Icon könnt ihr eine Ein-Punkt-Kurve erstellen. Das ist ganz praktisch, weil da müsst ihr nicht zwei oder drei Punkte erstellen. Und so könnt ihr dann einfach, wenn ihr auf diesem kleinen Tab rechts wieder auf Wert geht, dann könnt ihr einfach mit den Pfeiltasten euren Wert so lange verstellen, wie ihr wollt. Ihr überprüft nochmal, dass bei Autorotation auch alles auf Minus steht. Was ihr bei Mittel- und High RPM einstellt, das ist eure Sache. Jetzt habe ich hier mein Low RPM mit der minus 100 plus 100. Ich lasse den Knüppel auf ganz unten, stecke den Regler an. Dann hört ihr, dass sich der Regler initialisiert. Sobald er fertig ist, habt ihr an der Seite einen kleinen Taster, auf den ihr drückt. Dann macht's die-dü-düb. Und dann zählt er einfach seine Programmierfunktionen durch. Wir brauchen jetzt die Nummer 4, das heißt, wir warten, bis er viermal piept. Ihr seht das auch an der LED an der Seite, die blinkt. Und wenn wir bei 4 sind, gehen wir nach oben. Warten ein bisschen, dann bestätigt er das Ganze, zählt nochmal viermal durch und erst dann stecken wir das ab. Nummer 4 ist der Heli-Modus, den haben wir jetzt programmiert. Jetzt schalte ich mal ein, ohne Blätter wohlgemerkt, teste, ob der Motor in die richtige Richtung dreht, aber ihr habt gesehen, der dreht leider in die falsche Richtung. Wir könnten jetzt natürlich die Kabel wieder alle aufschneiden und umlöten, aber wir sind ja ein Fuchs. Wir stecken einfach nochmal das Ganze an, gehen wieder in den Programmiermodus und verstellen das programmatisch. Da muss man nämlich nichts rumlöten. Wir warten jetzt einfach, bis er 7-mal gepiepst hat, bestätigen das Ganze, lassen ihn nochmal bestätigen, nochmal 7-mal piepsen und dann stecken wir das Ganze wieder ab, testen nochmal. Und jetzt dreht der Motor auch in die richtige Richtung. Jetzt programmiere ich noch die Telemetrie. Der Regler hat eine interne Telemetrie und dadurch kann er auf Graupner-Protokoll kommunizieren. Wir müssen erst auf Modus 8 gehen. Dann warten wir, bis er zweimal einzeln piepst. Geht jetzt die verschiedenen Protokolle durch. Wenn er zweimal einzeln gepiepst hat, dann ist das Graupner. Wir bestätigen das Ganze wie gehabt. Und jetzt können wir auch unsere Low-RPM-Gaskurve
standardmäßig umstellen. Ich nehme jetzt hier einfach mal irgendeinen Random-Wert. Die Gaskurvenwerte, die muss ich sowieso dann draußen auf dem Feld erfliegen. Das kann ich leider nicht abschätzen. Meine Akkus sind auch schon ziemlich alt, deswegen werde ich da wahrscheinlich sowieso ein bisschen höher gehen müssen. Aber ich stelle jetzt hier einfach mal einen Random-Wert ein, damit wir für Low-, Mittel- und High-RPM einfach mal da was stehen haben. Ich mache mir jetzt noch eine zusätzliche Flugphase, nämlich eine Bailout-Flugphase. Die habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nie benutzt, weil ich ja nicht so der große Autorotationsmensch bin. Aber ich habe mir jetzt gedacht, warum eigentlich nicht? Ich zeige euch das mal. Bailout, den lege ich mir jetzt schaltermäßig auf die gleiche Stelle wie den Autorotationsschalter. Nur, dass ich ihm jetzt sage, wenn du ganz zu mir gekippt bist, dann bist du Autorotation. Wenn du in der Mitte bist, bist du Bailout. Und wenn du hinten bist, dann ist normales Fliegen. In der Kontronic-Regler-Anleitung seht ihr auch genau beschrieben, dass ihr einen Wert von 25 Anliegen haben müsst, damit der Bailout aktiviert ist. Ihr seht oben die kleinen Zahlen in grün und in blau. Und ihr seht dann auch in blau in Klammern, was da steht. Das ist der eigentlich, was am Ausgang anliegt. Wir brauchen hier 25%, damit der Bailout aktiv ist. Und jetzt teste ich hier das Ganze nochmal durch. Bailout und Autorotation haben immer Priorität über meinen normalen Flugphasen und erst wenn ich alles komplett ausschalte, dann habe ich hier meine verschiedenen Flugphasen. Als nächstes kümmern wir uns nochmal um die Programmierung des Reglers und zwar ein paar Feinheiten. Ich stecke den Regler komplett von meinem FBL ab und nur den Masterkanal stecke ich hier an das Telme. Dann gebe ich Strom auf die Kiste. Das Telme sollte jetzt so blinken wie bei mir. Jetzt wird das erst an den Rechner angesteckt. Und dann könnt ihr auf der Kontronic-Webseite auf Downloads gehen. Dann scrollt ihr ein bisschen nach unten und dann seht ihr K-Proc. Oder K-Config ist das. K-Config, sorry. Könnt ihr euch das Programm runterladen, könnt das doppelklicken, ausführen und wenn alles richtig angeschlossen ist, dann sollten jetzt hier auch Werte drin stehen. Und jetzt überprüfe ich nochmal. Hier BEC-Spannung habe ich schon eingestellt, habe ich auf 6 Volt hochgestellt, weil meine Servos das können. Drehrichtungsumkehr, habt ihr gesehen, haben wir vorhin verändert, deswegen steht das auch da drin. Akkutyp könnt ihr hier umstellen, braucht ihr natürlich nicht. Abschaltung pro Zelle und Kapazitätslimit. Das wird euch rechts auch immer in dem kleinen Fenster alles erklärt. Das heißt eigentlich nur, wann soll der Regler von selbst abschalten, also komplett abschalten, um eure Akkus zu schonen. Drehzahlregler-Typ, Governor mit Sanftanlauf. Ihr könnt hier auch einstellen, wie lange der Sanftanlauf machen soll. Hier haben wir Polzahl und Übersetzung. Das braucht ihr für die Anzeige von eurer Telemetrie, dass ihr die richtige Drehzahl angezeigt bekommt. Um die Polzahl rauszufinden, gehen wir hier einfach auf die Kontronic-Webseite, suchen den passenden Motor raus, den wir eingebaut haben. Das ist bei mir der Pyro 650-103 und hier steht auch schon 10 Pole. Easy, dann gehen wir dahin und stellen das in der Software einfach ein. Weil die Software kann ja sonst nicht wissen, welchen Motor wir da dran gebaut haben. Um die Übersetzung rauszufinden, müsst ihr in eure Goblin-Anleitung gucken. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel auch schon die Empfehlungen. Die sagen 24 Zähne, das ist das Ritzel, was ich eingebaut habe, was auch standardmäßig dabei ist. Und das ist die 8:5:1. Und die habe ich jetzt hier auch einfach eingestellt. Dann solltet ihr später eure Drehzahl genau richtig angezeigt bekommen. Die Expert-Einstellung brauche ich meistens nicht. Und das hier sind die Warnungen, die ihr per Telemetrie dann an eurem Sender ausgesprochen bekommt. Hier könnt ihr einstellen, ab wann der Akku Unterspannung meldet, welchen Kapazitätslimit er sich melden soll, Motorstrom, BC-Strom und so weiter und so fort. Und hier seht ihr auch gleich, welche Telemetrie-Protokolle aktiviert sind. Wenn das alles gemacht ist, könnt ihr auf Regler speichern drücken. Dann dauert das ein bisschen und dann geht unten ein kleines Fensterchen auf, das dann sagt, wurde erfolgreich übertragen. Blub, alles gut. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder abstecken.
Dass das Ganze funktioniert hat, sehen wir jetzt hier unten an der Empfängerspannung. Da steht jetzt die eingestellten 6 Volt. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr hier eure Telemetrieanzeige einstellen könnt. Ihr haltet hier einfach gedrückt, scrollt ein bisschen runter bis zum RESC und dann könnt ihr hier auswählen, was ihr angezeigt haben möchtet. Drehzahl und Kapazität habe ich schon, deswegen nehme ich jetzt hier die Spannung. Wähle noch aus, wie viele Kästchen das Ganze einnehmen soll, drücke OK. Und jetzt könnt ihr hier schon sehen, jetzt haben wir unsere Spannungsanzeige, Drehzahl und Kapazität. Ganz easy. Als letzten Punkt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr hier eure Uhr einstellen könnt. Ich habe hier schon eine, die lösche ich jetzt nochmal für euch zu Showzwecken nochmal raus. Ihr haltet hier einfach gedrückt, scrollt ganz nach oben zu System. Dann müsst ihr eine Zeit lang runterscrollen. Ihr seht, ihr könnt hier jede Menge Zeug einstellen. Wir wollen allerdings die Uhr haben. Nehmen hier die Uhr 1, drücken auf OK. Dann können wir die Größe auswählen, drücken nochmal auf OK. Dann haben wir hier die Uhr. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die einstellen könnt. Ich erstelle jetzt hier einfach eine neue Uhr. Wie gehabt, wir drücken vorne auf die Zahl, dann unten auf das kleine Plus. Dann nehmen wir die Start-Stopp. Das ist in meinem Fall jetzt hier die zweite. Mit den Pünktchen kommen wir auf die Details. Und bei Uhr einstellen kann ich jetzt hier mal standardmäßig meine Stoppuhr einstellen. Ich nehme jetzt hier mal grob 5 Minuten. Jetzt müssen wir noch einen Startschalter definieren. Das ist in meinem Fall wieder mal der Autorotationsschalter. Wenn ich die Autorotation ausmache, möchte ich, dass die Uhr anfängt zu laufen. Wie gehabt, könnt ihr jetzt hier definieren, wo an und aus ist. Drücken OK. Dann das Ganze nochmal umgekehrt. Wir brauchen eine Definition, wann die Uhr aufhören soll zu laufen. In meinem Fall, wenn die Autorotation an ist. Auch hier drücken wir auf OK. Und dann brauchen wir noch einen Schalter für ein Reset. Da nehme ich gerne immer den hinteren. Wenn ich den zu mir ziehe, dann möchte ich, dass die Uhr wieder zurück auf die 5 Minuten springt. Auch hier definieren wir den Schalter, drücken auf OK. Jetzt haben wir das hier alles eingestellt und ich würde sagen, jetzt testen wir das gleich mal. Wir gehen hier aus dem ganzen Menü wieder raus in unsere Startanzeige und jetzt schalte ich einfach mal die Autorotation raus. Ihr seht, die Uhr fängt an rückwärts zu laufen. Wenn ich Autorotation wieder reinmache, indem ich den Schalter nach vorne kippe, dann hält die Uhr an und wenn ich diesen Schalter hier nach vorne ziehe, dann setzt sich die Uhr wieder zurück. Und das war's auch schon. Das war mein kleines Video, um euch zu zeigen, wie ihr mit der MZ32 ein neues Helikoptermodell einstellen könnt und auch das Flyballess und den Regler einstellen könnt. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es alles wirklich easy ist. Es ist kein Hexenwerk. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, könnt ihr mir natürlich gerne jederzeit einen Kommentar unter dieses Video schreiben oder mich per E-Mail erreichen. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!